und gruselige Grüße von den Losers. Wir zocken heute mal wieder Outlast Trials und haben in der letzten Folge die erste Freilassungsmarke bekommen. Von 10. Bisschen müssen wir also noch. Erstmal ein wunderschöner Kuna Deko. Die miesen Outlast Trials Profis sind am Start. Wir können das hier nachchecken. Eine von 10 Freilassungsmarken haben wir jetzt. Die haben wir letzten Job gedingst. Wir haben ja Project X freigeschaltet. Der erste Job, er lief auch smooth as fuck. Gut durchgekommen. Note B plus erhalten. 2 plus. Kann man mit zufrieden sein. Und jetzt nehmen wir uns den nächsten Job vor. Und irgendwann werden wir auch zu diesen mittlerweile 225.000 Leuten gehören, die hier entlassen wurden bereits. Erstmal Respekt an die Leute, die irgendwie in den ersten 2 Tagen auch schon Teil dieser Armee waren. Ne? Da waren ja, ja da auch schon 600, schon ne? Ja, das ist unglaublich. Ich bin mal echt gespannt. Ne, man geht ja hier durch und ich bin gespannt, was dann kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach in so einen Fleischwolf reinläuft oder irgendwie sowas. Oder dass man zu den Leuten gehört, die dann oben in dieser Sporthalle hingen aus dem letzten Job oder so. Das sind eigentlich die Leute, die hier freigelassen werden. Die kommen dann das da rein aufgehalten und werden dann im Fleischwolf geschreddert oder sowas. Digga, kann es sein, dass hier ab und zu so Boxkämpfe stattfinden? Guck mal, hier ist einfach so ein Mikrofon, was von der Decke hängt. Ich kenne das eigentlich nur von so Boxkämpfen. Ja, stimmt, ja. Richtig geil, ey. Los, schnell rein, Deko! Haben wir alles dabei? Wir haben Betäubung dabei, Leichtfüßigkeit haben wir dabei und jetzt starten wir die nächste Runde und versuchen heute mal mit einem A rauszukommen, ja? Wir versuchen es wie in der Uni. Mit dem A natürlich, nicht mit dem F. Ja, let's try. Was ich sehr schade fand, ist, dass wir hier jetzt keine Marke bekommen haben, keinen Gutschein, um noch Techniken freizuschalten. Ja. Aber die Frage ist, haben wir die sonst so bekommen oder haben wir die immer nur bei Level-Ups bekommen? Hakuna Matata, Muchachos! Ich habe heute wieder was Schönes für euch. Und zwar gibt es bei unserem Partner Triebwerk einen neuen Mindboost-Geschmack, nämlich den neuen Mindboost Pfirsich-Eistee. Und die Jungs und Mädels bei Triebwerk haben sich auch nicht lumpen lassen und da direkt eine 2-für-1 Aktion rausgehauen. Ihr bekommt nämlich kostenlos dazu eine Dose Mindboost Honigmelone. Also eine Aktion für alle, die ein bisschen Energy haben wollen zum Zocken oder aber auch zum Lernen, dabei aber auf den Koffein verzichten wollen. Den Link zu Triebwerk findet ihr natürlich in der Beschreibung, Muchachos. Packt euch einfach den neuen Pfirsicheis, den Mindboost, in den Warenkorb. Dazu den Mindboost Honigmelone. Gebt den Rabattcode Muchacho2F1 an und schon spart ihr die Hälfte. Gönnt euch, Muchachos, und danke euch für den Support. Die haben wir, glaube ich, bei A auf jeden Fall bekommen. Das gab nochmal extra Bonus. Aber okay, dann die Voraussetzungen. Anstrengend für ein A. Die Voraussetzungen stehen vorher immer da. Für ein A? Ja. Nee, für die Gutscheine oder sonst irgendwas. Wo steht das? Können wir jetzt leider nicht mal einsehen. Also bei der Missionsauswahl. Genau. Das heißt, du hättest es abchecken können. Ja, darauf hätte ich achten müssen. Ja, okay. Oh, shit, ey. Wieder ein Level mit der Dame, ey. Ich hasse die Mama. Ich auch, ey. Die ist übel, ey. Okay, wir müssen die Kinder füttern. Mhm. Oder? Ja, ich glaube, das war mit einer Chemiesuppe. Da müssen wir so Chemikalien reinkippen, Digga. Ach so, oh nee, Digga, der Job war richtig stressig, Alter, weil das so riesig war. Richtig riesig, das war ja, richtig geil. Mit diesem Pool da in der Mitte oder sowas, ne? Ich glaube, es war auch mit so einem Kornfeld oder so ein Scheiß. So richtig crank, ey. Ach du Kacke, ey. Okay, aber wir geben uns Mühe. Genau, was haben wir denn alles überhaupt da? Also, wir haben limitierte Infos, extra Geräuschwein, erhöhte Gefahr und geschlossene Rolltore. Okay. Ja, die Rolltore müssen halt. Gibt hier 2 Wege. Ich gehe mal den anderen Weg. Die Rolltore kann man relativ leicht öffnen. Es dauert halt ein bisschen länger. Ja, ja, der Stein ist mein. Der Stein der gute der alte Stein. Hier ist so eine Flasche. Ich wünsche, mit dem Stein könnte man auch so ein Schloss aufbrechen. Das wäre eigentlich logisch, schön, ne? Ja. Hier, wenn du den Stein nicht nimmst, nimm ich noch einen zweiten Stein. Digga, wer redet hier? Okay, sieht aber alles safe aus, oder? Nochmal kurz an der Seite alles mitnehmen. Haben wir hier irgendwas? Hier ist eine Batterie. Pack ich schon mal ein. Pack alles ein. Hier haben wir ein Gegengift. Nehmen wir auch mit. Eine Flasche. Check. So, hier sind wir richtig, glaube ich. Und Deko, nicht vergessen, hier in dem Raum gibt es auch die Spritze, falls einer von uns drauf geht. Achso, wo? An der Wand. Da. Da, okay, gut. Warte. Hol die schon mal raus. Bam! Eingeschlagen. Und leg die hier auf den Boden. Okay, dann ja. Können wir es holen, falls es soweit ist.
Dann ziehen wir den Lachs und starten den Lachs. Die Bleiche, erst ein bisschen Bleiche hier. Das Corona, hier die Corona-Impfung fertig machen, ne? Den ersten haben wir ja schon, ne? Ja. Lecker. Oh, willst du mal reingucken? Lecker. Was haben wir da alles drin? Oh, Schwanz. Ein Pimmel haben wir da. Ein paar Kotzig. Beine. Oh, shit, ey. Okay, du gehst da lang, ich geh hier lang? Ich geh hier lang, genau. Wir teilen es mal wieder auf. Geben Sie mir den Stein. Ist das smart, was wir hier gerade machen? Ja, wie viel, ne? Bleiche, vier Kanister noch suchen? Vier? Ja. Alter Schwede, das ist aber einiges. Ah, das ist ein bisschen was, ja. Verstecken. Oh, und Dietrich nehme ich. Ist das bei dir? Was denn? Ha! Das war bei mir. Ha! Wow! Und er rettet mich her! Ich komm rüber zu dir, Deko. Ne, hier ist, bei mir ist er, ne? Auch noch ein Dings hier, ein fucking Nachtsichtgerät-Typ. Na, okay. Ich mach die Tür zu. Er hat gerade übrigens, als ich über die Glasscherben gelaufen bin, hat man rechts leichtfüßig aufblinken sehen. Okay. Also das Perk, dass man bei Glas keine Geräusche macht. Ja. Ich habe einen Bleichebehälter habe ich. Okay, ich muss jetzt erstmal wieder zurückrennen. Da kommt auf jeden Fall einer. Nee, fick dich, ey. Die Batterie baller ich mir rein. Hier war das ja irgendwo, ne? Ja, hier war das. Lassen Sie mich alle in Ruhe. Ich habe hier echt sehr, sehr viel Gegengift. Also Gegengift sollte jetzt kein Problem sein. Bei mir kam ein Gastyp aus der Tür. Okay. Digga, es hört sich an, als würde Peter Griffin die ganze Zeit so leicht lachen. Nein! Ich war doch gar nicht so nah dran, Junge! Kann ich dir helfen oder schaffst du das? Kriegst du hin, ne? Oh, du kannst mir nicht helfen, weil es hier leider keine Ahnung. Ich kann nur einen Weg gehen. Ich mach mir die Tür wieder zu. Da war gerade so ein Geräuschlachs. Oh nein, da ist der Nachtsichtgerät-Typ. Warum muss er ein Nachtsichtgerät haben, Alter? Und ich kann mit dem Bleichebehälter auch nicht richtig laufen. Achso, stimmt, du hast ja schon was. Scheiße, muss ich ja wirklich hier lang, ne? Okay. Da durch die Tür komme ich halt auf jeden Fall nicht raus. Wir haben mal eben noch die Batterie hier. Holy fuck, der kann ja hier rein! Kann er auch Türen öffnen? Oh, da kommt irgendein Elektro-Hannes. Oh oh. Ich gehe mal hier wieder raus. Ich glaube, ich habe einen Schlüssel hier irgendwo gefunden. Ja, einen Dietrich. Wenn du irgendwas findest, ne, Deko? Was ich aufmachen soll? Oh nein. Ja? Der Scheiß. Nein, er schreit. Nein! Aua! Watch it, Bob. Tür zu, mach die Tür zu! Genau, lauf mal darüber. Ich bin wieder in der Küche, ich hab den Weichebild dabei. Okay, aber ich habe leider auch schon Damage bekommen. Digga, diese Nachtsichttypen sind einfach so miese Chakos, Alter. Ich hasse es. Die sind richtig böse, ja. Oh, hier oben brauche ich deinen Support. Bei der Kirche. Ich glaube, ich kann nach unten lang gehen, ja. Ich geh unten lang. Digga. Nein, ich höre Mama. Mama, Mama! Ich habe Beweise gefunden. Eine Tür aufgehen. Genau da, wo ich hin muss, ist ein Typ lang gegangen. So ein Messerschmeißer, glaube ich. Hast du schon ein Bleiche-Ding gefunden überhaupt? Nee. Immer noch nicht. Hier ist wieder eine Heilspritze im Hof. Ja. Bin ich denn hier? Ich war gerade kurz im Keller irgendwo. Da muss ich gleich auch wieder rein, weil in der anderen Tür war jemand. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine etwas krassere Map. Hier gehe ich mal rein. Kann hier theoretisch eine Tür aufbrechen, aber da brauche ich dich für. Ich schmeiß mal diesen
Ah, ich glaube diesen Tonhannes an, ja? Wo ist denn der Tonhannes? Ist das hier? Ja, ich habe den abgeworfen. Renn weg, du Lappen. Oh fuck, da kommt so ein Elektro-Heinrich. Ich renn mal kurz weg. Boah, war das knapp. Das ist der nächste. Den habe ich auch abgeworfen. Boah, war das knapp. Scheiße, fick mich, ey, war das knapp. Einfach zu gut, ey. Hat er mich? Sollte auch eigentlich safe sein, oder? Hallo? Hier haben wir Bleiche. Ich habe Bleiche gefunden! Also, ja. Oh, hier war doch was. Scheiße, aber bei der Kirche müssen wir eigentlich gemeinsam die Tür aufkriegen, sonst muss ich einen richtig weiten Weg gehen, ey. Ich schmeiß die Sache mal vor die Tür. Müssen wir da gleich hingehen. Weiten Weg, Junge. Wir können den weiten Weg. Ja, soll ich? Ah, okay. Du bist... Ah, shit, ey, du bist zu weit weg, ne? Glaube ich richtig am Arsch der Welt, ja. Hey, by the way, durch die Glasscherben machst du nur keine Geräusche, wenn du hockst. Ah, okay. Gut, danke für die Info. Digga, das ist so creepy hier. Hä, hier ist eine Sackgasse? Oh. Warum bist du denn schon wieder hier, Brudi? Scheiße. Ja. Ja? Ich habe ein Problem hier hinten, wo ich bin. Ja, hau raus. Kann ich nichts mehr machen. Okay, wieso? Weil es hier nicht weitergeht. Und hier nirgendwo Bleiche ist. Ah, doch, ich habe noch eine andere Abzeigung gefunden gerade. Okay, ich schmeiß hier gleich was hin. Ich wurde gerade nicht gesehen, ne? Hast du denn schon was reingekippt, oder? Ich habe zwei Dinge habe ich jetzt reingekippt, ja. Ah, okay. Weil ich habe hier auch noch einen Keller. Wie viel brauchen wir insgesamt? Fünf. Fünf, okay. Boah, was ich jetzt für einen Umweg gehen musste hier, leck mich. Das sieht gut aus hier. Oh, da vorne war gerade einer. Ich habe die Bleiche, ja. Bleiche wird gleich reingekippt und dann gehe ich nochmal in den Keller. Da muss auch noch irgendwas sein. Rein da! Okay, sehr schön, Deko. Ich habe so komischen Geräusche, die ganzen kleinen Kinderpuppen hier machen, ey. Oh, hier kann ich noch was mitnehmen. Zwei Dietriche habe ich jetzt schon, boah, die brauche ich gar nicht. Aber wir haben den Raum auch noch nicht entdeckt, ne? Wo man... Oh. Hier geht was auf. Nee, haben wir nicht. Dann wollen wir mal. Lass mich in Ruhe. Hey, wo ist denn der Riese jetzt hin? Der muss ja hier sein, oder? Hast du bei dir Mama? Nee, ich hab einen Riesen bei mir. Der hat mich gesehen. Ja. Dann renn mal. Hallo? Okay, das muss ich noch irgendwie aufkriegen. Okay. Bevor ich hier weitergehe, mache ich erstmal eine Tür auf. Oh, da komme ich nicht hin. Na. Ach du Heiliger, ey. Was willst du verstecken? Ey, hier ist wirklich so viel zu. Hier ist richtig viel verschlossen, ja. Alter, das ist richtig krank, ey. Vor allem, weil wir uns aufgeteilt haben, ne? Oh mein Gott, hier ist nichts. Hier ist auch alles verschlossen. Fuck, ey. Hier kommt der Riese jetzt nicht, oder was? Ah, ich habe auch noch ein Poster entdeckt, zum Glück. Upp. Und noch eins. Sehr schön. Okay. Ich schmeiß mal einen Dietrich weg und nimm mal dafür noch eine Flasche, damit ich mich wehren kann. Aber hier ist nichts, leider. Ich habe hier eine Bleiche. Okay, dann ist das vier, ne? Im Pool habe ich eine, ja. Vier Stück. Fuck. Oh fuck, der Riese kommt. Was haben die nicht gehört? Hier ist nichts! Ach du Scheiße, ey. Hier ist der Messertyp lang gegangen. Ich muss ihm genau hinterher, leider. Ich verstecke mich hier erstmal. Und chill. Oh, der Keller ist böse, ey. Der ist richtig böse. Da ist alles versperrt, ey. Ich geh wieder raus. Ja, gutes Timing, gutes Timing, gutes Timing. Ja, weiter, kein Thema. Hier mache ich zu.
Okay, ich bin mit der vierten Bleiche Lachs bin ich auf dem Weg zum Kochtopf. Ich bin auch sofort da. Okay, dann fehlt dir immer noch eine. Hast du noch irgendein Gebiet, das wir nicht abgesucht haben? Ja, im Keller. Aber da läuft auch einer rum. Ja, aber ich glaube, da müssen wir zum Keller. Oh, der Topf wird sogar immer voller hier. Ja, komm hier lang. Oh, wenn du hier lang kommst, kann ich gleich an dir vorbeirennen und vielleicht ein bisschen mehr Strecke machen. Das letzte Poster. Okay, ich renne mal hier einfach lang. Er hat mich jetzt gesehen. Es könnte sein, dass er mich gleich richtig hart wegsnackt. Ich hab die Nein, nicht. Nein, da war einer drin! Oh nein, ich werde verfolgt! Oh fuck, ich wurde gesehen. Oh. Nein! Digga! Warum bist du so behindert? Ich hasse es, wenn man Türen hinter sich zumachen will und er sie vor einem zumacht, Alter! Nico, ihr habt die Bleiche! Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Nein! Er hat mich! Nein! Ach so. Oh, nein! Oh. Nein, ich muss wegrennen, Deko, ich muss wegrennen. Ich bin richtig am Arsch. Die Bleiche? Ich komm zu dir. Oh mein Gott, ich bin richtig am Arsch. Oh mein Gott. Oh. Alter, ich hab richtig auf die Fresse bekommen, Alter. Oh, ich hab ein Auto, ich hab Multi-Auflader, ich kann euch wieder healen. Oh, ich hab auch einen Multi-Auflader. Alter Schwede, ey. Das war gerade richtig ungünstig, ey. Da hinten bist du? Bist du im hast du die Bleiche hier? Ist das die Bleiche? Ja, oder ich hab die Bleiche liegen lassen. Hast du sie? Hab sie, ja. Sehr schön, ey. Alter, was? Was für ein Mist, ey. Das heißt, ich gehe jetzt hier lang oder was? Hinter dir kommt ein Klon an. Ja, ich mach mal hier zu. Bei mir? Bei dir? Ich hab den gerade hinter dir langlaufen sehen. Durch ein Fenster. Wo? Wo? Hinter mir? Ja. Oh, der war wirklich hinter mir. Nein. Hat er mich gesehen? Nein. Was ist der Schwertmann? Nein. Ach du Heiliger, ich hab nur noch zwei Leben. Nein. Nein. Nicht drauf gehen, Deko, nicht drauf gehen jetzt. Ich versuch's. Ich brauch dein Heal. Brauch dein Heal. Ich bin fast tot. Bin ich down? Ich bin down. Nein. Marvin, ich bin down. Schnell. Ja, wo? Warte, hier irgendwo? Keller. Digga, nur weil jetzt zwei Dudes hier waren, Alter. Auf und schleichen, oder? Kannst du healen? Ja. Kannst du healen? Ja, kann ich. Bleib hier. Ein bisschen die Bleiche mitnehmen. Oh ja. Ganz ruhig. Nicht rennen. Er sieht dich, kann nichts machen, Deko. Renn! Oh, hey, er schon wieder, Alter. Ja, ich hab's. Lass es mal abhauen. Ich hab einen Stein. Los, lauf. Wir müssen die Bleiche mitnehmen. Achso, ich dachte, du nimmst die Bleiche mit. Ich hab grad einen Stein, ich hätte ihn nochmal abgeworfen. Du hast mir nur gesagt, lauf. Kannst du ihn weglocken? Ist er bei mir jetzt oder bei dir? Er kommt zu dir, ne? Er ist bei mir, ja. Oh ja. Warte. Es sind zwei bei mir. Ja, ich laufe. Lock sie einfach nur weg! Ja, ich lock sie. Ja. Ja. Lock sie schön weg. Lucky. Ja. Oh, wie die beiden herlaufen. Okay, Deko, danke. Jetzt überlebe einfach nur. Haben die mich entdeckt oder dich? Also bei mir ist alles voll gerade. Ich habe hier einen Riesen und zwei. Okay. Ich glaube, wir müssen abhauen, oder? Koch die Suppe des Tages müssen wir jetzt. Oh, er ist bei mir! Oh, ich hab ihn abgeworfen. Okay, koch die Suppe des Tages. Ich hab sie doch gekocht. Wir müssen auch umrühren oder sowas. Knopf drücken oder so. Aber ich bin jetzt da in der Küche. Ja, pass auf, da ist irgendwo so ein Schwert, Heinrich, ne? Ich bin auch da. Oh.
Serviere die Suppe in der Kaffee. Oh, wow, direkt hinter dir! Ah, Mann, diese miesen Duren! Hier ist auch ein Klon. Ich brauch dich hier, ich brauch dich hier. Warum brauchst du mich? Weil zwei Leute da sein müssen hier. Nein! Warte, kann ich dich retten? Warte mal. Ich muss wieder in den Keller laufen, Alter. Alter, zwei Leute laufen hinter dir her. Und einer davon ist ein Klon. Nee, der eine ist abgehauen. Oh, fuck. Ja, ich brauch dich hier in der Cafeteria. Hier geht's weiter. Ich hab einen im Stein abgeschmissen. Der Klon ist hoffentlich weg. Ja, der ist weg. Perfekt. Ja. Hier ist alles safe, Deko. Hier ist alles safe. Nee, hier läuft gerade vor der Küche läuft ein Gastyp rum. Echt? Oh. Ja. Okay. Okay, leichtfüßig geht auch, wenn du nicht hockst. Du kannst auch stehen. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Darfst du nicht rennen. Oh. Ding dong! Jetzt wird die Suppe serviert. Ne? Stimmt. Scheiße, wo müssen wir danach hin? Müssen wir rausrennen oder? Ich kann mir vorstellen, dass wir abhauen müssen. Hier lang. Mal gucken, was aufgeht. Es geht nur hier auf. Ne, hier auch. Hier. Hey, bei mir! Oh, oh, nein! Digga, warum? Komm zu mir. Ja, ich mach die Tür zu. Müssen wir. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und hier wieder raus. Warum ist sie hier auch? Mach die andere Tür wieder auf! Nicht auch, immer noch. Verlasse die Prüfung, Marvin. Lenkst du doch ein bisschen ab. Hier ist alles zu! Ich hab noch ein Poster geholt. Ciao! Digga, ich hab Mama und einen Typen Richtung Ausgang. Ja, okay. Oh. Mama und einen Messertypen. Ich hab den Knopf schon mal gedrückt. Oh. Wieso kann ich denn nicht hier rüber? Okay, ich komme jetzt rüber zu dir. Du musst durch die Küche durch. Ja, mach ich. Der Ding ist da. Mama ist hier. Ja! Renn! Renn! Los! Digga, das war aber. Das war schwieriger als der letzte Job auf jeden Fall. Alter, der war knackig, Digga. Ey, vor allem war auf einmal so viele Gegner da. A minus sogar. Digga, ich hab einen glatten A hier. Ein glattes A. Schaden dreimal. Digga, ich bin einfach 25 Punkte vom Level ab, Alter. Das kannst du mir nicht antun, ey. Wir haben wieder eine Freilassungsmarke bekommen. Drei Gutscheine aber wieder, ne? Drei Gutscheine. Richtig. Du hast keine drei Gutscheine bekommen? Gar keine. Gar keine Gutscheine? Okay, dann, weil ich vielleicht ein A bekommen habe, deswegen. Nice, Digga. Oder hast du ein Level Up? Ich hatte ein Level Up, sorry. Ja. Oh, eine Sache können wir nämlich jetzt noch abchecken. Es gibt ja diese Leichtfüßigkeit, ja? Das war, glaube ich, Level 10. Warum, Level 12. Warum wurde ich 14 Mal von Geräuschfallen erwischt? Vielleicht durch Dosen oder sonst irgendwie. Bin ich gar nicht gelaufen. Oder in diese Schreie-Menschen oder keine Ahnung was. Level 10, ne, hatten wir ja geklärt. Leichtfüßigkeit, Level 12 gab es auch noch irgendwas. Und ab Level 14 gibt es wieder was Neues. Da habe ich noch keine Ahnung, was das ist. Und ich glaube, 14? Ich bin jetzt 14 und kann es abchecken, ja. Und es kostet wahrscheinlich auch wieder drei Gutscheine. Also ist echt gar nicht so günstig. Wir schauen mal eben, ob wir vielleicht auch ein... Ne, ab Level 15 hat man den nächsten Platz frei. Das heißt, jetzt müsste ich ihn noch gegen Leichtfüßigkeit eintauschen. Das werde ich niemals machen, egal was es ist. Ich würde sagen, Leichtfüßig ist schon ziemlich... Wobei, mal gucken, was da kommt, aber Leichtfüßig ist schon ziemlich praktisch. Ja, jetzt haben wir... Missklang. Ziegelsteine und Flaschen sind lauter, was sie zu einer besseren Ablenkung für Feinde macht. Vollkommen unsinnig, Digga. Okay. Vollkommen Chaco. Nutzt man schon. Also ich habe es in der letzten Job benutzt einmal, um einen Riesen abzulenken. Habe ich einen Stein geschmissen in der Ecke, in eine Flasche. Ich auch. Und da ist er hingerannt. Also es hat super funktioniert. Bei mir ist er nicht hingerannt. Nein, nicht? War anscheinend zu weit weg bei mir. Okay, und bei mir ist noch auf Level 12. Verstecken und durchatmen. In einem Versteck beginnt die Erholung der Ausdauer sofort. Ja, also das, Leichtfüßigkeit. Das habe ich, glaube ich, auch schon freigeschaltet. Also es gab es vorher auch schon. Aber finde ich auch nicht so gut. Leichtfüßig ist das schon besser. Ich bin dann jetzt komplett Max, ne? Also ich habe jetzt alles in der Apotheke geskillt, was man so skillen kann, wenn ich das jetzt hier durchzwirbel. Geil, ey. Bam. Haben wir gemacht und dann kann ich zum Abschluss auch nochmal meine Granate aufleveln, denn ab Level 6... Hast du da jetzt Punkte für? Ja, ich habe ja drei Punkte insgesamt bekommen. Zwei habe ich hier ausgegeben, einen habe ich hier jetzt noch. Aber für einen kriegst du deine Granate nicht upgradet. Nicht? Doch, hier, Entwaffnung. Einen, wahrscheinlich kostet das später mehr, oder? Ich bin erst Level 3. Ach so, okay. Ja, alle Fallen, Türfallen und feindliche Minen werden durch die Explosion zerstört. Ja. Ab Level 6 hat man nämlich Freunde, die sich im Explosionsradius befinden, erhalten sofort ihre volle Batterie und Ausdauer zurück. Ich finde es ziemlich krass, dass wir ganz am Anfang des Projekts immer noch Probleme hatten mit den Batterien, dass wir irgendwie zu wenig Batterien hatten und jetzt
Habe ich kaum was gebraucht, Digga. Kaum. Das ist krass, oder? Jetzt ging. Aber es gibt auch Level, die dunkler sind einfach. Wo man die Maske, das Ding mehr braucht. Ja, und wir haben, glaube ich, auch schon was gelevelt, dass es langsamer vergeht. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gelevelt. Ja, es gab's. Also, easy rasiert. Damit hätten wir Nummer 2 schon. Ja. Dekonstruktivist, loser mal Wasser, da stehen wir. Rick used. Keine Ahnung, was das heißt, dass Rick's used ist, aber wir haben auf jeden Fall, wir sind auf der Liste. Wir sind auf der Liste, ja. Ich glaube, wir sind aber auf jeder Liste, oder? Ich glaube, hier sind wir auf jeder Liste, das wechselt ja mal durch. Einfach alle, die gerade hier online sind in unserer Lobby. Bloodlust Gallons. Da sind wir auch drauf. Da ist Dicko natürlich auch weit oben, ey. Digga, aber krass, dass wir sogar der Blutverlust gemessen wird, ey. Ja, ein wenig. Lustig auf jeden Fall. Muchachos, Daumen nach oben zwimmeln. Dankeschön für euren Support. Ich hoffe, ihr habt euch ein oder zweimal eingestuhlt und müsst jetzt die Pampers wechseln. Dankeschön, dass ihr dieses Projekt weiterverfolgt habt. Bis dann. Reingehauen. Empfehlung für Outlast Trials geht auf jeden Fall raus. Holt euch aus, zockt mit Freunden zusammen. Mindestens mit einem. Aber mehr ist besser. Ciao, ciao, Muchachos.